Ja, Nummer 1. Auf dem Trikot hat Jaroslav Dropny die Nummer 1. Und demnach müsste er ja morgen am Tor stehen. Ja gut, Spaß beiseite. Dropny hängt uns ja noch in guter Erinnerung nach den Relegationsspielen. Er hat ja HSV in der Liga gehalten, muss man jetzt klipp und klar sagen. Ja, und dann normalerweise ist das so, denn normalerweise ist der Torwarttrainer Ronny Tauber gefragt, weil der kennt die Torleute am besten. Und wenn zurzeit mental Dropny stärker ist, ja rein mit ihm, dann ist er eben die Nummer 1. Und da, wie gesagt, da halte ich mich ganz an Van der Vaart und sage, ja okay, Namen sind Schall und Rauch, nur der Erfolg zählt für den HSV. Und ich denke, mit dieser Einstellung sollen wir morgen in Hannover 96 dann auch bei Hannover 96 auch punkten. Ja, jetzt seid ihr am Zug. Wer soll morgen in Hannover für den HSV im Tor stehen? René Adler oder Jaroslav Dropny? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir erwarten eine heiße Diskussion. Nur der HSV. Das war der Blanke Hans für hsvreporter.de.